Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Dialog an Deck, Schatzkiste Ozean. Wie profitieren wir von Naturstoffen aus dem Meer? Die Diskussionsrunde fand am 6. September 2016 auf der MS Wissenschaft in Bonn statt. Herzlich willkommen hier an Bord der MS Wissenschaft zum Dialog an Deck. Wir werden uns in den nächsten Stunden mit einem Exkurs, mit einem Ausflug in die Welt der Ozeane beschäftigen. Wir werden aber auch dem Labor einen Besuch abstatten. Schatzkiste Ozean, wie profitieren wir von Naturstoffen aus dem Meer? So ist die heutige Veranstaltung übertitelt. Das Meer wäscht alles Übel vom Menschen ab oder das Meer reinigt uns von allen Wunden der Welt. So hat es der griechische Dramatiker Euripides einst formuliert und damit hat er wohl auch den Grundstein gelegt für die sogenannte Thalassotherapie, also die Behandlung von Leiden mit Hilfe von Meerwasser und Seeluft mit Sonne und Sand. Wir möchten heute Abend weit darüber hinausgehen und fragen, welche Schätze hat das Meer an Wirkstoffen für die Medizin oder auch an Substanzen für die chemische Industrie, für die Lebensmittelindustrie. Der Artenreichtum der Weltmeere kennt ja nahezu keine Grenzen, seien es Fische, Muscheln oder auch Algen, exotische Lebensformen, Schwämme, Korallen, Nesseltiere und die Bakterien, die dort leben. Sie alle könnten Blaupausen liefern für neue Medikamente. Sie könnten als Modell dafür dienen, wie zum Beispiel das Immunsystem funktioniert oder wie Organismen mit Schadstoffen zurechtkommen. Natürlich soll es heute Abend auch darum gehen, dass dieser Lebensraum bedroht ist durch globale Veränderungen, durch Versauerung der Ozeane, durch die Verschmutzung des Lebensraumes. Und dafür haben wir uns drei Fachleute eingeladen, die ich auch gleich vorstellen werde. Wir werden uns zusammen dann erstmal hier über das Thema unterhalten, werden einführen und danach wird es die Möglichkeit geben, dass Sie sich beteiligen. Falls aber auch schon zwischendurch Fragen aufkommen sollten, dann möchte ich Sie ermutigen, sich einfach zu melden und dann können wir Sie einfach dann zu Wort kommen lassen. Wir haben hier vorne ein Mikrofon. Genau. Jetzt aber zu unseren Fachleuten auf dem Podium. Ich begrüße recht herzlich Frau Anja Engel vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Dort beschäftigt sie sich mit der biologischen Ozeanographie. Sie geht der Frage nach, was passiert, wenn der Ozean sauer wird. Auf dem Podium Platz genommen, zu meiner Rechten, hat Herr Professor Peter Proksch von der Universität Düsseldorf. Er fahndet zum Beispiel in Schwämmen nach neuartigen Wirkstoffen für die Medizin. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen auch an Herrn Dr. Sebastian Rakers von der Fraunhofer-Einrichtung für marine Biotechnologie in Lübeck. Er rückt dort Fischen auf den Pelz bzw. auf die Schuppenhaut in der Abteilung aquatische Zelltechnologie. Was das ist, werden wir nachher hören. Wir beginnen aber mit Herrn Proksch. Zu Beginn eine kurze Einschätzung. Wie sehen Sie denn das Potenzial, das sich in den Ozeanen verbirgt für die Entwicklung von Medikamenten? Ist das eher ein Forschungsfeld für Exoten oder liegt vielleicht sogar die Zukunft der Medizin im Meer? Also es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr interessantes, sehr faszinierendes Forschungsfeld, das im Gegensatz zur Wirkstoffforschung, so nennen wir ja die Suche nach biologisch aktiven Substanzen, die als Ideengeber für Arzneistoffe fungieren, die also im Gegensatz zu dieser Erforschung auf dem Land erst eine sehr kurze und junge Vergangenheit hat. Die Suche nach möglichen Arzneistoffen aus dem Meer hat so richtig eigentlich ungefähr erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen. Das ist noch nicht lange, wenn man zurückdenkt, wie lange der Mensch sich zum Beispiel mit Arzneipflanzen schon therapiert. Das geht zurück auf die Zeit der Neandertaler und wir wissen heute, dass das noch nicht mal ein Spezifikum des Menschen ist, sondern dass Tiere das auch tun. Die Suche nach Arzneistoffen aus dem Meer, wie gesagt, ist jung. Wir haben schon erstaunlich viel gefunden, aber das ist sicherlich gerade erst der Anfang. Das Medium Meer, das Biotop Meer, macht die Suche nach solchen Dingen ungleich schwieriger als auf dem Land. Der Mensch muss sich zunächst mal unter Wasser aufhalten, was nicht so einfach ist, selbst mit den modernen Tauchmöglichkeiten, die es gibt. Und hinzu kommt, das ist eigentlich das größte Problem, die Nachschubfrage. Denn wenn man ein interessantes Molekül, eine interessante Substanz gefunden hat, von der man meint, dass sie ein Potenzial besitzt als Arzneistoff,
fängt natürlich sofort die Frage an, wo kriegen wir die benötigten Tonnenmengen her, um die ganze Weltbevölkerung zu therapieren? Ich denke, damit werden wir uns nachher noch im Detail beschäftigen. Wie schätzen Sie denn überhaupt die Bedeutung der Naturstoffe im Bereich Pharma und Medizin ein? Die Bedeutung der Naturstoffe generell ist immens. Ich glaube, man kann es gar nicht überschätzen. Also global gesehen, wenn wir alle Pharmaka in allen Indikationsbereichen, die es gibt, also Krebs, Infektionserkrankungen, Herzkreislauf, Immunsystem, was es auch immer gibt, wenn wir uns das anschauen, können wir sagen, ungefähr die Hälfte aller Arzneistoffe, die wir heute haben, sind Naturstoffe oder gehen auf Naturstoffe als Ideengeber zurück. Man muss aber wissen, dass die Anzahl der bekannten Naturstoffe nur ein Bruchteil der Anzahl der bekannten Substanzen aus der Synthese ist. Das heißt, wir haben bei einer viel kleineren Anzahl an Molekülen, so wie es die Naturstoffe sind, eine ungleich größere Trefferrate an interessanten Substanzen. Das heißt, ein immenses Potenzial. Ein immenses Potenzial, und das ist besonders groß, traditionell und historisch, wenn es um den Bereich der Antibiotika geht. Moderne Antibiotikatherapie, die ja mit dem Penicillin begonnen hat, ist ohne Naturstoffe vollkommen undenkbar. Und auch sehr, sehr groß, wenn es um die Behandlung von Krebserkrankungen geht. Herr Rakers, abgesehen jetzt vom Bereich Medizin, das Meer hält, denke ich, noch viel mehr an Schätzen für uns bereit. Man spricht ja auch von der blauen Biotechnologie, blau die Symbolfarbe des Wassers. Wo sehen Sie da weitere Anwendungsfelder? Ja, sicherlich neben den bereits erwähnten Wirkstoffen für die Medizin birgt das Meer jede Menge Kapazität für die Nutzung zum Beispiel im Nahrungsmittelbereich. Die Aquakultur beispielsweise ist ein sehr aufstrebendes Feld. Es wächst jährlich mit ungefähr 8% im Vergleich und hat mittlerweile die Fischerei überholt. Das heißt, wir ernten mittlerweile unsere Produkte vielfach über die Aquakultur. Nebenbei produzieren wir also in dieser Aquakultur eben nicht nur Fische, sondern auch Invertebraten, Muscheln, aber auch Algen, die wiederum einsetzbar sind für den Lebensmittelbereich, wo wir eben Algen einsetzen können, als Schaumbildner, als Hydrokolloide zur Festigkeit. Und dort liegt sicherlich ein sehr großes Potenzial, das weiter noch auszubauen. Wir werden auf Einzelheiten dann sicher noch zu sprechen kommen. Frau Engel, Medizin aus dem Meer, blaue Biotechnologie, schön und gut. Was nutzt das, wenn der Lebensraum bedroht ist? Sie beschäftigen sich mit der Versauerung. Wie schätzen Sie es ein? Steht das Meer im Moment vor einer globalen Krise? Beschädigt der Mensch diesen Lebensraum, diesen einzigartigen Lebensraum? Ja, die Ozeanversauerung, die Sie ansprechen, ist eine Umweltveränderung, die wir beobachten. Ganz generell verändert sich das Meer global und auch regional mit einer Rate, mit einer Geschwindigkeit, die in der Erdgeschichte einmalig ist. Die Ozeanversauerung ist ein komplexes Phänomen, die darauf zurückgeht, dass ja die CO2-Konzentration in der Atmosphäre durch im Wesentlichen durch menschliche Aktivitäten ansteigt. Das CO2 löst sich im Meer und führt dort zu einer Erniedrigung des pH-Wertes. Der Ozean wird saurer, genau. Also wenn das CO2 sich im Wasser löst, dann bildet sich Kohlensäure. Wenn man Kohlensäure trinkt, weiß man, dass es hat schon so diesen sauren Geschmack auf dem Mund. Die Kohlensäure zerfällt wieder, dabei bilden sich Protonen und dadurch steigt die Protonenkonzentration, weswegen man von einem Anstieg, von einem Abfallen des pH-Wertes spricht. Ozeanversauerung ist immer so ein bisschen fehlleitend, weil der Ozean nicht wirklich sauer wird, sondern es ist eine relative Versauerung. Der pH-Wert des Meeres liegt jetzt immer noch im leicht alkalischen Bereich, also bei 8. Wenn die Protonenanzahl ansteigt, dann gehen wir in Richtung des saureren Mediums. Der Ozean selber wird nicht sauer. Aber durch den höheren Anstieg an der CO2-Konzentration hat es einige Folgen für die Chemie des Seewassers, die auch für Organismen, die im Meer leben, katastrophal oder zumindest schwierig sind, solange sie noch nicht dran angepasst sind zumindest. Das sind vor allem welche Organismen? Ich nehme mal an, welche, die irgendwie Kalk bilden, zum Beispiel als Schale oder als Skelett? Genau, also es gibt drei Konsequenzen, die wir sehen. Das eine ist, dass die CO2-Konzentration ansteigt, dass der pH-Wert fällt.
und dass durch die Lösung der Kohlensäure im Wasser die Carbonationkonzentration abnimmt. Und Organismen, die Kalkschalen bilden, die nutzen dieses Carbonat eben zur Bildung der Schale. Und wenn die Carbonatkonzentration im Meerwasser abnimmt, dann kann es sein, dass das Wasser im Extremfall untersättigt wird, dass also die Kalkschalen sich tatsächlich lösen, oder aber, dass diese Organismen mehr Energie aufbringen müssen, um Kalk zu bilden. Und da sieht man im Experiment und auch im Feld deutliche Effekte. Ein Beispiel, was für Organismen sind das? Unterschiedlich. Also es sind sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren kalkbildende Organismen. Bei den Pflanzen gibt es die Kalkalgen, die sogenannten Coccolithophoriden, die Veränderungen in der Kalkbildungsrate zeigen. Es sind aber auch bei den Tieren die eine Gruppe, die zum Beispiel sehr deutlich und sehr stark darauf reagiert, sind die Flügelschnecken. Das liegt daran, dass das Mineral, was sie bilden, eine bestimmte Form des Calciumcarbonats ist, das Aragonit. Das ist nicht so stabil. Und diese Flügelschnecken kommen nun auch besonders in Gegenden vor, die relativ stark von der Ozeanversauerung betroffen sind. Das sind vor allen Dingen die polaren Gebiete. CO2 löst sich leichter im kalten Wasser und führt eben dort zu einer stärkeren Abnahme der Carbonatsättigung. Die Versauerung ist nicht der einzige Faktor, der die Meere belastet. Was gibt es da für weitere Faktoren? Wir unterscheiden hauptsächlich zwischen regionalen und globalen Faktoren. Also regional sind die Faktoren, in denen der Mensch direkt in das Ökosystem eingreift. Das kann zum Beispiel durch einen höheren Nährstoffeintrag sein, über die Flüsse, dass wir die Eutrophierung gerade im Küstenbereich sehen. Es ist die Verschmutzung der Meere. In letzter Zeit wird sehr viel über die Verschmutzung der Meere durch Plastik, Mikroplastik diskutiert, die direkte Nutzung der Meere durch den Fischfang, die mögliche Überfischung der Meere. Und on top zu all diesen regionalen Belastungen, die gerade Küstensysteme auch ausgesetzt sind, haben wir die globalen Umweltveränderungen. Das ist zum einen die Ozeanversauerung, die wir schon angesprochen haben. Und dann als weitere Konsequenz des Anstiegs der CO2-Konzentration die globale Erwärmung. Erwärmung, Ozeanversauerung hängen direkt miteinander zusammen. Was daran auch noch eng gekoppelt ist, das ist die Abnahme des Sauerstoffgehaltes in den Meeren. Ne? Wärmeres Wasser kann weniger Sauerstoff aufnehmen. Zudem kommt es zu einer stärkeren Schichtung des Ozeans. Wir haben also nicht mehr so viel Austausch zwischen der Atmosphäre, dem Oberflächenwasser und dem Tiefenwasser. Es können sich also Sauerstoff-Minimumzonen im Ozean ausbreiten und weiter ausbreiten. Und das ist eine relativ große Gefahr natürlich für Organismen, die im Meer leben und die Sauerstoff zum Atmen brauchen. Das ist auch eine Situation, wie man sie an der Ostsee zum Beispiel vorfindet? Ja, die Ostsee ist nun ein Gebiet, was also von der Lage dazu tendiert, einen geringen Sauerstoffgehalt zu haben, was daran liegt, dass es ein Binnenmeer ist, ein sogenanntes Schelfrandmeer. Das heißt, der Austausch des Wassers in der Ostsee mit dem Ozean erfolgt nur über eine relativ nahe, also schmale Meerenge, dem Kattegat-Skagerrak. Dort kann frisches Wasser von der Nordsee, vom Atlantik reintreiben. Ansonsten hat die Ostsee sehr tiefe Senken. Dort steht das Wasser lange und wird eben relativ wenig ausgetauscht mit dem vollsalinen Wasser des Meeres. Und alles, was an Produktion nun in den oberen Wasserschichten der Ostsee stattfindet, sinkt in diese Becken hinein, wird dort bakteriell umgesetzt. Bakterien brauchen Sauerstoff, zehren Sauerstoff. Der Sauerstoff kann nicht erneuert werden so leicht. Und insofern haben wir in der Ostsee schon durch die natürlichen Gegebenheiten eine sehr starke Ausbreitung von Sauerstoff-Minimumzonen, die allerdings verstärkt werden durch die Eutrophierung der Ostsee. Denn je mehr Nährstoffe in die Ostsee eingetragen werden, desto mehr Biomasse wird aufgebaut, desto mehr Biomasse sinkt in die Tiefe und wird dort von Bakterien und der Sauerstoffatmung wieder abgebaut. Wie sieht es denn aus? In diesem Jahr hatten wir auch zum Beispiel vor Australien ein sehr großes Korallensterben. Hat das etwas mit Klimaveränderungen zu tun oder war das ein Phänomen, was durch andere Faktoren mit verursacht wurde? Ich glaube, da ist meine Kollegin eher die Expertin, was das anbelangt. Also Korallen reagieren
sehr empfindlich auf Umweltveränderungen und am stärksten empfindlich auf eine Erhöhung der Temperatur. Mhm. Korallen sind ja Tiere, die in Symbiose leben mit Algen, den sogenannten Zooxanthellen. Und diese Algen fangen an, Gifte zu produzieren, wenn es wärmer wird. Das mag die Koralle nicht und deswegen stößt sie die Zooxanthellen, also die Algen, ab. Wir sprechen dann von der Korallenbleiche. Wenn das über längere Zeit anhält, dann kann die Koralle nicht mehr ernährt werden durch die Alge und stirbt ab. Korallen sind allerdings auch als kalkbildende Organismen sehr betroffen von der Ozeanversauerung. Das sind also zwei Faktoren, die zusammentreffen. Aber Herr Brocksch, vielleicht können Sie jetzt was dazu sagen. Korallenriffe, sind das denn potenziell Lebensräume, wo man nach neuen Wirkstoffen fahndet? Unbedingt. Also für die Wirkstoffsuche im Meer sind die Korallen, speziell die Hartkorallen, von denen gerade die Rede war, also die Steinkorallen, nicht besonders interessant, denn die Biomasse einer solchen Koralle ist sehr, sehr gering im Vergleich zu dem Skelett. Das heißt, das ist nur die äußere Haut auf dem Skelett. Genau, das ist also ganz, ganz wenig, was da an Biomasse vorhanden ist. Und die Substanzen, die man aus diesen Korallen bisher isolieren konnte, aus den Hartkorallen im Gegensatz zu den Weichkorallen, sind auch nicht so furchtbar aufregend. Aber das Riff als Lebensraum für andere Organismen ist enorm interessant und enorm vielfältig. Solche Riffe bilden ja Besiedlungsräume für viele andere Meeresbewohner, Schwämme, Seescheiden, Schnecken, Moostiere, also all die wichtigen Gruppen von wirbellosen Organismen, die für uns auch als Substanzlieferanten sehr, sehr wichtig sind, haben ihren Lebensraum auf diesen Riffen, zumindest in den Tropen. Wie sehen denn diese Organismen aus? Also Sie haben jetzt die Moostierchen erwähnt. Ich wüsste nicht, wie ich mir die vorzustellen habe. Also wenn man sie nach oben holt oder wenn man unter Wasser ist und eine gute Beleuchtung hat, dann kann man diese wunderbaren Farben der Tiere genießen und bewundern. Das ist unglaublich. Gerade die schalenlosen Meeresschnecken, die es ja auch gibt, die sogenannten Nudibranchia oder Opisthobranchia, die keine schützenden Schalen haben, praktisch marine Nacktschnecken darstellen, werden häufig auch als Schmetterlinge des Meeres bezeichnet, weil sie unglaublich farbenfroh sind. Unter Wasser sieht man das so nicht, auf alle Fälle. Also die Bilder, die wir sehen, werden immer nur unter guter Beleuchtung fotografiert oder eben in Aquarien. Unter Wasser ist die Farbenvielfalt ja deutlich eingeschränkt im Vergleich zu unserer Wahrnehmung. Aber diese Organismen haben eine sehr, sehr große Diversität. Sie sprachen es ja schon an, die Diversität an marinen Organismen ist immens. In sehr, sehr vielen Bereichen kennen wir sie gar nicht, gerade was die Tiefsee anbelangt, gerade auch was Mikroorganismen anbelangt. Wir wissen ja heute generell, dass nur ein winzig kleiner Bruchteil an Mikroorganismen, die es auf der Welt gibt, nicht nur im Meer, genauso auf dem Land, überhaupt kultivierbar ist mit den Techniken und Methoden, die wir haben. Also bei den Bakterien sind es 1-2%, die wir kultivieren können. Die anderen kennen wir praktisch nicht. Wenn es keine kultivierungsunabhängigen Methoden gäbe, also molekularbiologische Methoden, über die man die Vielfalt an Leben erfassen kann, ohne es zum Beispiel in einer Petrischale auf der Hand zu haben. Da fangen wir erst an, diese Vielfalt überhaupt zu erkennen und zu entdecken. Und auch bei den größeren Organismen ist es so, dass in manchen Bereichen der Welt einfach wir noch weiße Flecken auf der Landkarte haben. Mhm. An welchen Substanzen sind Sie denn besonders interessiert, wenn es um diese Lebewesen geht? Wir in meiner Gruppe, wir interessieren uns eigentlich vor allem für zwei Krankheiten oder Indikationsbereiche, für die wir neue Ideen aus der Natur suchen. Man muss immer sehr vorsichtig sein, um keine falschen Erwartungen zu wecken, die man hinterher nicht erfüllen kann. Mir ist es manchmal schon so gegangen und das ist für mich persönlich immer sehr bedrückend und sehr traurig. Ich habe irgendwo ein Interview gegeben und dann ging es um neue Krebsmedikamente aus dem Meer und dann ruft mich jemand an und sagt, meine Mutter, meine Schwester, mein Mann, mein Bruder ist im finalen Stadium einer Krebserkrankung und können Sie nicht irgendwas vermitteln, dass der mit einem neuen Medikament behandelt wird, was vielleicht nur im Rahmen von klinischen Prüfungen erst verfügbar ist. Ich kann das nicht. Aber wenn man mit so einem Fall dann konfrontiert wird und vielleicht unabsichtlich durch ein
nicht präzise genug gesetztes Wort eine Hoffnung bei solchen Menschen erweckt hat, die man dann hinterher nicht erfüllen kann, dann ist das immer sehr, sehr schlimm. Deshalb versuche ich immer sehr vorsichtig zu sein. Also Antitumormittel, das wäre eine Anwendung. Antitumor, das ist ein Bereich, also Krebserkrankungen, da suchen wir nach neuen Ideen. Und der zweite Bereich, das sind bakterielle Infektionserkrankungen, die ja, wie Sie vielleicht auch alle wissen hier in diesem Auditorium, eine ganze Zeit lang praktisch als besiegt galten mit den Antibiotika, die man ja ab Mitte des letzten Jahrhunderts gefunden hat, dachte man, man hat das Problem gelöst. Heute wissen wir, dass das verfrüht war, diese Hoffnung, und viele dieser Infektionserkrankungen, wir sprachen vorhin über Tuberkulose, das ist ein Beispiel, aber auch banale bakterielle Infektionserkrankungen sind heute oftmals nicht mehr therapierbar aufgrund der Resistenzen, die sich entwickelt haben. Wir brauchen ganz, ganz dringend neue Medikamente auf diesem Gebiet, sonst fallen wir zurück in die Zeit, wie wir sie im 19. Jahrhundert hatten oder davor, wo Menschen an banalen Erkrankungen gestorben sind, weil es diese Mittel nicht gab. Und ja, da ist großer Handlungsbedarf. Ist das auch dieselbe Motivation, um nach neuen Krebsmedikamenten zu suchen? Unbedingt auch. Auch da spielt die Resistenz eine sehr, sehr große Rolle. Wir sehen es leider Gottes sehr, sehr häufig, dass bei einem Krebspatienten, der vielleicht zunächst operiert worden ist und dann einer Chemotherapie unterzogen wurde, dass wir zunächst eine Remission haben, das heißt, dass die Krebszellen getroffen werden, dass der Krebs im Verschwinden ist. Das weckt große Hoffnung beim Arzt und beim Patient. Aber in vielen Fällen ist es so, dass nach einer gewissen Zeit plötzlich der Krebs wieder anfängt zu wachsen, weil die Krebszellen resistent geworden sind gegenüber den Zytostatika, die man im Rahmen einer Chemotherapie einsetzt. Und das trifft nicht nur die Zytostatika, das ist genau dasselbe bei einer Strahlentherapie. Krebszellen werden resistent und entwickeln Multiresistenzen, mittels derer sie sich praktisch allen verfügbaren Pharmaka, die wir heutzutage haben, entziehen können. Und das ist die Chance für neue Substanzen, die wir auch aus dem Meer finden können. Und in den letzten Jahren sind eine ganze Reihe von neuen Krebsmedikamenten gerade aus marinen Organismen auf den Markt gekommen, die besonders in solchen Fällen eingesetzt werden, wo herkömmliche Therapieansätze versagen, weil solche Resistenzen aufkommen. Warum ist das denn so, dass solche Medikamente gerade in Naturstoffen und speziell eben im Meer gefunden werden? Ja, also da gibt es verschiedene Ansätze, das zu erklären. Für mich am überzeugendsten ist eigentlich die Vorstellung, dass wir uns auf der Suche nach Arzneistoffen, gerade in diesen beiden Krankheitsbereichen, die ich genannt habe, praktisch der Evolution bedienen, die die Organismen, die diese Substanzen produzieren, über teilweise viele Millionen Jahre hinweg dazu befähigt hat, solche Substanzen zu akkumulieren. Schwämme sind sehr, sehr alte Lebewesen. Es gibt sie seit mindestens 700 Millionen Jahren auf der Welt. Das ist also wirklich sehr, sehr alt, wenn man das mit dem Menschen zum Beispiel vergleicht oder auch mit vielen Landpflanzen. Schwämme haben sich immer als morphologisch wehrlose Organismen wehren müssen gegenüber Fraßfeinden. In der Regel sind das Fische, aber das können auch andere Wirbellose sein, Schnecken zum Beispiel. Da sie keine äußeren Abwehrwaffen haben, keinen Panzer, keine Dornen, keine Stacheln, da sie nicht weglaufen können, war die Strategie immer die, Substanzen zu produzieren, die toxisch sind in irgendeiner Weise, die ein Fraßfeind abhalten davon, diesen Organismus zu fressen. Das heißt chemische Kriegsführung. Das ist nicht nur etwas, was für die Abwehr von Fraßfeinden wichtig ist, sondern was zum Beispiel auch wichtig ist, wenn eine Verletzung des Gewebes stattgefunden hat, ein antibiotischer Wundschutz, um die Besiedlung mit pathogenen Mikroorganismen zu unterbinden. Da haben wir neue Ideengeber für Antibiotika. Oder wenn es darum geht, auf dem knappen Besiedlungsraum eines Riffes sich zu behaupten und Konkurrenten zurückzudrängen, zytostatische Verbindungen, die andere Organismen in ihrem Wachstum schwächen oder abtöten können. Also ich denke, dieser ökologische Ansatz im Verständnis der Frage, warum finden wir gerade bei marinen Organismen in diesen beiden Bereichen so viele, verhältnismäßig so viele Treffer, ist für mein Empfinden
eine logische Erklärung, die zumindest mich befriedigt. Das heißt, die Schwämme haben das natürlich nicht als Wirkstoff gegen Krebs entwickelt. Nein, auf keinen Fall. Aber wir können das auf alle Fälle genau, wir nutzen, in dieser Anwendung dann eben wir nutzen. Wir nutzen sozusagen eine Randaktivität dieser Verbindungen, die eigentlich ganz, ganz andere Ziele haben, um sie für unsere Zwecke einsetzen zu können. Ja, wir hatten vorhin schon über die Lebensmitteltechnologie ganz kurz gesprochen. Vielleicht können Sie mir einfach erzählen, Lebensmitteltechnologie, wo kann man da die Organismen aus dem Meer nutzen? Ja, ich hatte ja bereits erwähnt, dass wir unter anderem aus Algen Stoffe gewinnen, die wir einsetzen können. Also beispielsweise sind wir gerade dabei, einen Algenextrakt herzustellen, mit dem wir einerseits antioxidative Wirkungen erzielen können. Andererseits nutzen wir die komplette Alge als Grundstoff, um beispielsweise sie einzusetzen für als Grundstoff für ein neuartiges Getränk, was gerade auch im Kommen ist sozusagen. Der Verbraucher möchte... Algenlimonade? Ja, genau, eine Art Algenlimonade. Wir haben es Meeresrauschen genannt, das klingt erstmal ein bisschen... Nach Alkohol? Attraktiver nenne ich das jetzt mal so. Okay. Weil natürlich der Verbraucher nicht so gerne den typischen Algengeschmack auf dem Mund haben möchte, sondern eben einen frischen Erfrischungsgetränkgeschmack. Das haben wir entsprechend mit verschiedenen Aromen, natürlichen Aromen aus Kiwi und Quitte erreichen können. Aber die Alge dient uns als Grundstoff dazu, dass sie eben auch das besondere Mundgefühl erzeugt, eben dadurch, dass sie Hydrokolloide hat, die eben im Mund dann dieses etwas völlig erfüllende Gefühl erzeugen. Hydrokolloide sind was genau? Das sind Substanzen, die wir in der Alge haben, die eben als Schaumbildner und gelierende Mittel eingesetzt werden können. Und wir haben das jetzt entsprechend im kompletten Extrakt aus der Alge vorhanden und nutzen das dann entsprechend in der Limonade. Und die schmeckt nicht nach Alge? Die schmeckt nicht nach Alge, die schmeckt eher nach den Aromen, wie gesagt. Und wir sind eben gerade auch dabei, das weiter zu verfeinern, entsprechend mit der Industrie auch weiterzuentwickeln, weil der Verbraucher gerne mehr natürliche Stoffe in seinem Getränk haben möchte, also nicht so gerne synthetisch hergestellte Stoffe. Stichwort Inhaltsstoffe, Sie hatten die Antioxidantien erwähnt, man liest das ja manchmal auf dieser Zutatenliste, was ist das denn genau? Antioxidantien sind Moleküle, die eben Sauerstoffradikale fangen können. Diese Sauerstoffradikale können zellschädigend sein und Antioxidantien sind eben in der Lage, diese Sauerstoffradikale zu binden und somit unschädlich zu machen für die Zelle. Zusätzlich dienen diese Antioxidantien eben auch dazu, Lebensmittel länger haltbar zu machen. Sie verderben nicht so schnell und bekanntestes Antioxidant ist eigentlich das Vitamin C. Wie sieht es denn aus mit Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien? Man hat ja immer so den Eindruck, das nimmt zu. Gibt es da Erkenntnisse, wie der Körper auf diese marinen Stoffe reagiert? Soweit sind wir da noch nicht ganz, also in Bezug auf jetzt Verträglichkeit, was die Limonade angeht, aber Algen werden ja schon seit langer Zeit eingesetzt in der Lebensmittelindustrie, aber auch in der Kosmetikindustrie beispielsweise, werden in Cremes eingesetzt und da ist die Verträglichkeit vielfach getestet worden. Das sind sehr strenge Regularien, die da erfüllt werden müssen. Insofern kann man davon ausgehen, dass keine grundsätzlich bedenklichen Stoffe in der Alge enthalten sind. Natürlich hängt es auch so ein bisschen immer vom Standort ab. Das ist auch für die Industrie besonders wichtig. Die Industrie erwartet immer einen gleichen Standard, der natürlich bei Naturstoffen schwierig einzuhalten ist. Das ist ein großes Problem, was wir haben, immer einen gleichen Standard wirklich liefern zu können. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Algen an ihrem Standort sind immer unterschiedlichen
den unterschiedlichen Jahreszeiten ausgesetzt, unterschiedlichen Gegebenheiten und natürlich, wenn dort auch Einflüsse, Eutrophierung haben wir gehört, Verschmutzung vorkommt, kann das einen Effekt auf die Alge haben und ihre Qualität. Insofern ist das von großer Bedeutung. Ja. Wie sieht es aus mit Stoffen für zum Beispiel die chemische Industrie? Ich könnte mir vorstellen, also viele Stoffe sehen zum Beispiel Katalysatoren im Laufe ihrer Herstellung. Es gibt Biokatalysatoren, die sogenannten Enzyme. Lohnt es sich da auch im Meer zu fahnden? Auf jeden Fall. Also Algen, insbesondere hier dann nicht die Makroalgen, sondern Mikroalgen, können hier sicherlich sinnvoll eingesetzt werden. Das ist auch etwas, was in den letzten Jahren verstärkt erforscht wurde, Mikroalgen eben zu nutzen für die Produktion beispielsweise von Bioethanol oder Biosprit. Da steckt sicherlich ein großes Potenzial dahinter. Kann Herr Bruch, Sie haben auch gerade genickt. Ja, das auf alle Fälle. Ja, genau. Also was der Kollege gesagt hat, für die biotechnologische Herstellung von vielen Substanzen sind ja Mikroorganismen unerlässlich. Also unsere Steroidhormone, die wir ja vielfältig einsetzen, also von der Antibabypille hin bis zu kortikoidhaltigen Hautcremes, all das, das hätten wir nicht ohne Mikroorganismen. Als man angefangen hat, diese Substanzen das erste Mal in der Synthese herzustellen, wären die so teuer gewesen, dass kein Mensch sich das hätte leisten können. Erst durch den Einsatz von Bakterien und Pilzen in der Stoffveredelung, die bestimmte katalytische Schritte in der Metabolisierung dieser Substanzen ausgehend von einfachen Rohstoffen durchführen, ist man überhaupt zu diesen Verbindungen gekommen. Und ich denke, dass gerade was das anbelangt, neue Enzyme im Meer sehr, sehr viel Potenzial noch besteht. Sie beschäftigen sich auch mit anderen Stoffen, die zum Beispiel verhindern, dass sich bestimmte Schmierfilme anhaften an Oberflächen. Wir sitzen ja hier auf einem Schiff, das heißt, auch da gibt es diese Bildung von irgendwelchen Filmen. Richtig, wie funktioniert das? Biofilme. Biofilme sind wichtig, sowohl für, sagen wir, Aktivitäten des Menschen im Meer, also Schifffahrt zum Beispiel oder Gezeitenkraftwerke, was auch immer, eigentlich für alle Oberflächen, die der Mensch ins Meer einbringt. Sie sind aber auch sehr wichtig in der Medizin, denn wir sehen häufig, dass sich zum Beispiel auf Implantaten, künstliche Hüftgelenke zum Beispiel, Katheter, künstliche Herzklappen, die verpflanzt werden in den Menschen, dass sich auf diesen Implantaten Biofilme von Bakterien ansiedeln, die ein großes gesundheitliches Risiko darstellen. Und solche biofilmbildenden Bakterien sind durch die normalen Antibiotika sehr, sehr schwer zu erreichen, weil durch die Struktur dieses Biofilms praktisch das Eindringen der Antibiotika in die Bakterienkolonien, da wo sie dann die Bakterien vielleicht erreichen und töten können, verhindert wird. Das heißt, wir suchen heute nach Substanzen, die die bakterielle Kommunikation stören. Denn ein solcher Biofilm besteht auf der Kommunikation von verschiedenen Bakterien miteinander. Und auch das ist wieder eine chemische Kommunikation. Hier werden Signalstoffe ausgetauscht zwischen Bakterien, die dazu führen, dass eine solche Bakterienkolonie einen sogenannten Biofilm bildet. Und da gibt es Möglichkeiten, in diese chemische Kommunikation einzugreifen, indem man die Signalstoffe, die Aussendung dieser Signalstoffe inhibiert und auf die Art und Weise die Bildung des Biofilms an der Basis stoppt. Also auch da, das ist sehr wichtig in der Medizin, aber es ist auch für die Schifffahrt sehr wichtig, weil die Biofilmbildung der erste Schritt ist, der zu diesem Überwuchs an Oberflächen, dem sogenannten Fouling, führt. Falls Sie vorhin unten waren in der Ausstellung, haben Sie vielleicht dieses hübsche Experiment gesehen, wo ein Potenzial, ein elektrisches Potenzial an eine Oberfläche angelegt wird, was dann dazu führt, dass solche Fouling-Organismen, das sind Muscheln, Seepocken, Algen, was auch immer, sich da nicht ansetzen können. Aber die können das nur, wenn es zuvor einen Biofilm gibt. Das heißt, auch hier ist die Biofilmbildung der erste Schritt, der erfolgen muss,
damit dann größere Organismen sich irgendwo festsetzen können. Wenn man das verhindern möchte, sollte man sich also Organismen anschauen, die selbst mit diesem Problem zu tun haben. Unbedingt, denn das Problem ist ja nicht nur ein Problem, was der Mensch hat, sondern das Problem haben viele Organismen im aquatischen Lebensraum auch. Wenn wir an die vielen Nahrungsstrudler denken, Schwämme sind das zum Beispiel, aber viele andere Wirbellose auch, die ja das Meerwasser durch Poren in ihrer Oberfläche in den Körper einstrudeln und dann aus diesem Meerwasser Bakterien und sehr kleine Nahrungspartikel, Detritus, herausfiltrieren und davon leben. Wenn diese Poren durch einen Biofilm oder durch einen anderen Bewuchs überwachsen werden, dann stirbt dieser Organismus. Das heißt, er muss sich permanent gegen einen solchen Überwuchs wehren. Und auch da wissen wir heute, dass das häufig ein Abwehrkampf ist, der chemisch geführt wird, durch Substanzen, die die Ansiedlung behindern und auf die Art und Weise dazu führen, dass ein solcher Schwamm, obwohl der gerade in der Antarktis mehrere tausend Jahre alt werden kann. Es gibt Schwämme, die sind 10.000 Jahre alt in der Antarktis. Sehr groß, mehrere Meter und sehr, sehr alt. Die Oberflächen sind völlig frei. Absolut sauber, da wächst nichts. Und das ist auch ein chemisch moduliertes Phänomen. Das heißt, wir kennen viele Substanzen aus diesen Organismen, die in der Lage sind, dieses Ansiedeln von Schadorganismen zu unterbinden. Auf ganz unterschiedlichen Strategien beruhend. Das heißt, wir haben hier eine reiche Palette verschiedener Substanzen, eine Vielfalt, die sich natürlich auch in der biologischen Vielfalt widerspiegelt. Unbedingt. Wie sieht es denn aus, Frau Engel, die biologische Vielfalt? Wie verändert die sich, wenn sich die Ozeane verändern, eben zum Beispiel durch Klima- oder Säuregradveränderungen? Da gibt es verschiedene Prozesse, die man sich anschauen muss, aber auch hier müssen wir betonen, dass die Wissenschaft, wie auch gesagt wurde, ist gerade erst am Anfang steht, die biologische Vielfalt im Meer zu entdecken und zu erforschen. Und auch zu erforschen, wie sie sich verändert, wenn die Umwelt sich verändert. Wir sehen bei höheren Organismen, dass sich die Verbreitungsmuster ändern. Also motile Organismen, wenn sich die Umwelt verändert, haben die Chance, ihr Habitat zu verändern. Also Fische können quasi einfach woanders hinschwimmen. Genau, also wir sehen bei Fischen das typische Verhaltensmuster, dass sich zum Beispiel Verbreitungsgebiete gen Norden verlagern, einfach um der zunehmenden Erwärmung aus dem Weg zu gehen. Also der Kabeljau, der Atlantische, wandert Richtung Arktis als ein Beispiel. Wir sehen, dass die Pazifik-Auster sich weiter in nördliche Gegenden ausbreitet als noch zuvor. Das ist für Organismen, die wandern können, eine Möglichkeit. Bei Mikroorganismen sehen wir auch eine Veränderung der Habitate, die aber auch darauf zurückzuführen ist, dass sich mit der Veränderung der Erwärmung auch die Meeresströme verändern. Und zum Beispiel Organismen, Algen, Bakterien, die im Atlantik sich ausgebreitet haben, dort Blüten bilden, sind jetzt auch in nördlicheren Gegenden vorkommen, die dort eigentlich eine ganz andere Biodiversität und eine ganz andere Artengemeinschaft hat. Weil sie einfach dorthin getrieben werden. Weil sie durch die veränderten Umweltbedingungen jetzt Rahmenfaktoren, Umweltfaktoren vorfinden, dass sie sich gut ausbreiten können und konkurrenzstärker sind als die Organismen, die jetzt mit den veränderten Umweltbedingungen vor Ort klarkommen müssen. Das heißt, die Vielfalt der Wirkstoffe, der potenziellen Wirkstoffe, ist auch dadurch bedroht? Zumindest in einigen Gebieten. Global können wir das sicherlich noch nicht sagen, weil ja viele Schwämme oder auch Organismen ja in Gebieten leben, wo wir bislang noch wenig hinkommen. Also die Tiefsee zum Beispiel. Veränderungen in der Tiefsee sind Gott sei Dank noch nicht so extrem, als dass wir davon ausgehen müssen, dass die Diversität da bedroht ist. Allerdings in anderen Bereichen, die einfacher zugänglich sind, auch für die Naturstoffforschung, die Küstenbereiche, dort sehen wir deutliche Veränderungen durch die Umweltveränderungen. Also wie gesagt, die Eutrophierung schränkt die Lebensräume ein, die Temperatur, aber auch die aktive Nutzung des Menschen der Küsten. Substrate werden verändert. Wie kann man das denn überhaupt erforschen? Also woher weiß man, wie sich so ein Lebensraum verändert, wenn sich zum Beispiel der Säuregrad ändert, wenn das Wasser sauer wird oder wenn es einfach wärmer wird? Wie kann man das herausfinden?
In erster Linie kann man die Reaktion der Organismen auf die Umweltveränderung testen. Das heißt im Labor? Im Labor, genau, im kleineren Maßstab. Ein Ansatz, der gerade auch an dem Institut gewählt wird, an dem ich arbeite, am Geomar, das ist, dass man dieses Labor quasi in das Meer hineinbringt. Die Reagenzien, indem man die Organismen hält, hat sehr stark vergrößert. Also wir sprechen auch von riesen Reagenzgläsern, die wir im Ozean versenken und die wir dann so manipulieren, wie wir erwarten, wie sich die Umweltbedingungen verändern. Also dass bestimmte Nährstoffe zugegeben werden, Mikronährstoffe zugegeben werden oder aber auch, dass durch eine Ansäuerung des Meerwassers in diesen Reagenzgläsern, in diesen Mesokosmen Szenarien simuliert werden, wie wir sie in der Zukunft erwarten. Das heißt, man verlässt das Labor und versucht unter realistischen Bedingungen nachzubilden, was dort passieren könnte. Ja, wir machen beides. In dem Moment, wo man sich im Labor befindet, kann man das Experiment natürlich sehr gut kontrollieren, aber man schränkt die natürliche Vielfalt der Umweltfaktoren stark ein. Wir können also sehr viel weniger Organismen in einem Reagenzglas hältern, als wenn wir mehrere Kubikmeter Wassersäule uns angucken. Und auch alle anderen Umweltfaktoren, natürliche Beleuchtung, Temperaturschwankungen, Bewegung des Wassers, das ist etwas, was wir im Labor nicht simulieren können. Also in dem Moment, wo wir uns von der Skala des einzelnen Organismus hin zu der Gemeinschaft des Ökosystems bewegen, müssen wir unser Laborexperiment hochskalieren. Und da haben wir sehr viel realistischere Bedingungen, wenn wir das Labor einfach in das Meer verlagern. Ja, und das vor allem eben im flachen Wasser, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das auch ein Lebensraum, wo Sie selbst, Herr Brauchstein, nach Organismen suchen? Ja, also unser hauptsächlicher Lebensraum, der für uns interessant und auch zugänglich ist, das ist so ungefähr bis 40 Meter Wassertiefe. Was also ein normaler Taucher mit einem normalen Druckluftgerät erreichen kann. Größere Tiefen sind auch sehr interessant, weil wir da wesentlich weniger wissen. Das ist klar. Ich meine, also der 40-Meter-Bereich, der ist relativ leicht zugänglich. Gehen wir tiefer, wird es schwieriger. Tiefsee ist sehr, sehr interessant. Hat man vor einigen Jahren angefangen, vor allem Mikroorganismen aus der Tiefsee sich anzusehen. Diejenigen, die man auch unter normalen Bedingungen hältern kann, die also nicht platzen, wenn man sie hochholt, denn die sind natürlich unten unter einem enormen Druck. Aber erstaunlicherweise viele Mikroorganismen, die man aus 1000 Meter, 2000 Meter Wassertiefe emporholen kann, überleben das tatsächlich. Die können also im Labor ohne diesen immensen Druck kultiviert werden, den sie am natürlichen Standort haben. Da gibt es viele, viele neue Arten und die sind auch sehr interessant als Naturstoffquellen. Also die Tiefsee ist im Bereich des Meeres gewiss der Bereich, den wir am wenigsten kennen. Sowohl was die Biologie anbelangt, aber natürlich dann auch was die Chemie anbelangt, also sprich die Inhaltsstoffe. Von welchen Regionen in der Welt erwarten Sie denn die höchste Ausbeute vielleicht? Also ich denke, letzten Endes kann man theoretisch überall fündig werden. Ein bisschen ist das auch so wie Lotto spielen. Nicht alles kann man vorhersagen, nicht alles folgt statistischen Prozessen. Ein bisschen das Quantum Glück spielt auch eine große Rolle dabei, das sollte man nicht vernachlässigen. Grundsätzlich denke ich, wenn wir uns die Makroorganismen angucken, also das, was wir so kennen an Meeresbewohnern, was wir sehen, ohne dass wir ein Mikroskop zur Hilfe nehmen, die Chance, interessante Verbindungen zu finden, ist da am größten, wo wir zum einen die größte Diversität haben, und zum anderen die größte Besiedlungsdichte. Beides geht mit Stress einher für die Organismen, die sich dort aufhalten. Große Besiedlungsdichte heißt wenig Raum, um sich zu entfalten. Und das beinhaltet, dass man Strategien entwickeln muss, um sich durchzusetzen. Und wie ich vorhin gesagt habe, sind diese Strategien sehr, sehr häufig chemischer Natur. Also Organismen, denen es sehr, sehr gut geht, die sich ihrer Haut nicht wehren müssen, werden höchstwahrscheinlich nicht so interessant sein chemisch wie solche, die sich an vorderster Front befinden und sich einer Vielzahl von Feinden erwehren müssen. Wie läuft das dann ganz praktisch ab? Taucht man dann runter und sammelt ein, was man finden kann? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Früher hat man das so gemacht. Also so in den Frühzeiten der marinen Wirkstoffforschung, 70er Jahre, vergangenes Jahrhundert,
da hat es schreckliche Dinge gegeben, die man heute nicht mehr machen würde. Also da hat es Expeditionen gegeben, wo großtechnisch alles gesammelt worden ist, so viel es irgendwie ging. Sicherlich sind dabei auch Arten ausgerottet worden, denn manche dieser Wirbellosen haben ein relativ kleines Besiedlungsgebiet, das wissen wir auch. Manche sind über Tausende von Kilometern hinweg verbreitet, manche aber auch wirklich nur lokal. Und wenn man da so dran geht, dass man die praktisch abbaggert, dann nimmt man in Kauf, dass vielleicht auch Arten verschwinden. Und das ist natürlich ein enormer Eingriff in ein Biotop. Das hat man früher leider gemacht, weil man sich damals noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat. Heutzutage wissen wir, dass jeder Eingriff in ein Ökosystem natürlich auch negative Konsequenzen mit sich trägt. Man versucht also chirurgisch vorzugehen. Also nicht mit dem Greifbagger zu kommen, sondern möglichst kleine Probenmengen zu entnehmen. Hinzu kommt, dass wir heute mit den Methoden, die wir heute haben, natürlich auch mit wesentlich geringeren Stoffmengen arbeiten können, als das früher möglich war. Also Nachweis einer Substanz, Aufklärung komplexer Strukturen ist heute im Submilligramm-Bereich möglich. Milligramm ist ein Tausendstel Gramm. Da hätte man früher 100-mal mehr benötigt. Also dadurch, dass Methoden sich fortentwickelt haben, können wir uns heute leisten, wesentlich rücksichtsvoller vorzugehen, wenn es um die Probenentnahme geht. Die Probenentnahme, die Suche nach den Wirkstoffen, aber sagen wir, Sie sind fündig geworden, Sie haben einen Schwamm entdeckt und Sie haben aus 150 Kilogramm Schwamm einen so Wirkstoff von 30 ja. Milligramm isoliert. Ja. Jetzt möchte man das ja vielleicht auch dann wirklich nutzen. Ja, in der das ist das. Dann beginnen die Probleme. Und das hat gerade am Anfang der Wirkstoffforschung im Meer auch dazu geführt, dass viele interessante Projekte einfach nicht weiterverfolgt werden konnten, weil der Nachschub nicht sichergestellt war. Mhm. Für die ersten Tests im Labormaßstab an Zellen, Krebszellen oder an Bakterien, brauchen wir Mengen von 1 bis 2 Milligramm. Gehen wir in ein Tiermodell, und das ist leider Gottes immer noch notwendig bei der Arzneistoffforschung, wir versuchen, soweit es geht, solche Labortiere durch alternative Modelle zu ersetzen, aber am Schluss bleibt einem nichts übrig, wir müssen trotzdem in Mäuse, Ratten und auch andere Tiere gehen, dann sprechen wir gleich über Grammmengen. Und geht es dann los mit Untersuchungen am Menschen, also die klinische Erforschung an zunächst Freiwilligen, um die maximal tolerierbare Dosis eines Arzneistoffs zu ermitteln und dann an Patienten, um den Heilerfolg zu ermitteln. Da brauchen wir gleich Mengen, die bis zu 1 Kilogramm sind. Das heißt, das sind Mengen, die wir niemals aus dem natürlichen Umfeld entnehmen können. Das ist unmöglich. Wir brauchen also sehr, sehr früh alternative Wege, um diese Substanzen unabhängig von der Natur produzieren zu können. Und das ist in aller Regel die Synthese. Das heißt, wenn man ein solches Molekül gefunden hat, wenn man die Struktur kennt, wenn es interessant ist, dann werden synthetische Chemiker sich daran machen, einen synthetischen Zugang zu dieser Substanz zu finden, der es erlaubt, eine solche Substanz zu vertretbaren Preisen zu produzieren. Man kann heutzutage jede Substanz synthetisieren. Das ist prinzipiell machbar. Nur manche sind dann so teuer, dass man die niemals als Arzneistoff auf den Markt bringen könnte. Also die Kosten, die mit einer solchen Synthese einhergehen, müssen ökonomisch kalkulierbar sein. Und wie sieht es denn aus? Haben wir häufig Probleme. Wenn wir vom Chemielabor vielleicht etwas weggehen, und zur Molekulargenetik, ja. Kann man auch biosynthetisch solche Stoffe herstellen. Das heißt, ja. Man transferiert die Erbanlagen in ein zum Beispiel Bakterium, das dann auch diesen Stoff ja. herstellen kann. Ja, ich glaube, das ist für die Zukunft eine sehr, sehr interessante und sehr vielversprechende Strategie. Wir müssen aber sagen, dass wir das momentan, was Naturstoffe anbelangt, nicht beherrschen. Naturstoffe sind sehr komplexe Moleküle, die von einer Vielzahl von Genen kodiert werden. Das ist also nicht so, dass wir ein Gen haben, eine Substanz, nicht so wie beim Insulin. Das Insulin, ein wichtiges Hormon, was wir für die Behandlung von Diabetikern brauchen. Da haben wir ein Gen, das produziert das Insulin. Das können wir aus dem Menschen in ein Bakterium transferieren. Das Bakterium macht Insulin. Das ist bei den Naturstoffen nicht möglich.
Da haben wir häufig 20, 30 verschiedene Gene, die für die Produktion benötigt werden. Das ist sehr, sehr schwer, diese Gene in einen anderen Organismus zu transferieren. Wir haben einfach noch nicht die Genfähren, die dafür notwendig sind, solche großen Genmengen in einen anderen Organismus hineinzubringen. Es hat in der letzten Zeit große Fortschritte gegeben. Ich persönlich glaube, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren so weit sein werden, dass wir sehen, dass auch solche komplexen Moleküle, für deren Synthese eine Reihe, ein Gencluster, so sagen wir, ein Cluster, also es sind viele verschiedene Gene, die für unterschiedliche Enzyme kodieren und wir brauchen alle diese Enzyme, um die fertige Struktur zu bilden. Wir werden es sehen, dass wir solche Gencluster transferieren können und ja, auch unter industriellem Maßstab zur Produktion bringen. Aber so weit sind wir noch nicht. Herr Rakers, wir haben gerade über Tierversuche gesprochen und über Möglichkeiten, solche Versuche am lebenden Tier zu ersetzen, zum Beispiel durch Zellen, die man irgendwo in der Petrischale wachsen lässt. Damit beschäftigen Sie sich auch? Ja, korrekt. Also wir versuchen eben, wie Herr Progstadt schon sagte, man kann heutzutage leider noch nicht darauf verzichten, Tierversuche durchzuführen. Das ist eben unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Wirkstoff nicht nur seine Wirkung entfaltet, sondern eben auch andere Nebenwirkungen möglichst nicht hat. Entsprechend ist man leider nach wie vor darauf angewiesen, Tierversuche durchzuführen. Wir probieren allerdings, diese Tierversuche möglichst zu reduzieren, indem wir immer bessere Zellmodelle herstellen. Also wir versuchen beispielsweise eben auch aus aquatischen Organismen, Fische insbesondere, da haben wir derzeit schon 30 laufende Zellkulturlinien, die wir nutzen, dazu zu bringen, dass wir sie A, immer besser verstehen, die physiologischen Zusammenhänge besser verstehen und diese Zellen dann auch einsetzen können, um solche Tests durchzuführen, die man später im Tierversuch durchführen würde. Beispielsweise irgendwelche Toxikologietests, Verträglichkeitstests und so weiter. Also und zum Beispiel, wie reagieren die Zellen auf Schadstoffe, wie sie auch in der Natur vorkommen könnten? Zum Beispiel, genau. Also da könnte man sich eben anschauen, wie reagiert eine Zelle auf einen bestimmten Giftstoff, ab welcher Konzentration des Giftstoffs sterben eine bestimmte Zahl Zellen ab und kann das dann interpolieren und aufs Tiermodell hochrechnen. Das funktioniert schon einigermaßen gut, aber wir können die Komplexität eines kompletten Organismus eben noch nicht nachstellen. Das versucht man eben auch in der Medizin bereits. Hier geht man dazu verstärkt über sogenannte Organs on a Chip herzustellen, das heißt aus verschiedenen Organen eines Organismus ein großen Organismus nachzubauen. Das heißt, man hat auf einem kleinen Elektrochip verschiedene Zellkulturen aufgespottet und kann eine Substanz dann entlang dieser verschiedenen Organkulturen laufen lassen. Also das sind kleine, feine Kanälchen auf diesem Chip? Genau, das sind auf diesem Chip im Mikrometerbereich, also tausendstel Millimeter große Kanäle, in denen man dann spezifische Substanzen durchlaufen lassen kann und dann eben die Reaktion der Zellen auf diesem Chip messen kann. Das sind allerdings alles noch Entwicklungsschritte, was mit Sicherheit noch einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte noch dauern wird, bis die wirklich so weit sind, dass sie komplett Tierversuche ersetzen können. Was könnte man dann alles damit machen? Im Prinzip haben Sie, wenn es erfolgreich ist und Sie sozusagen einen kompletten Organismus auf dem Chip nachbilden können, das Tiermodell vollständig ersetzt. Dementsprechend können Sie sämtliche Versuche, die nötig sind, um einen beispielsweise Wirkstoff zuzulassen, dann auf diesen Testsystemen durchführen. Aber das sind Fischzellen und uns interessiert ja vielleicht auch, wie der menschliche Körper auf solche Stoffe reagiert. Richtig. Dementsprechend sagte ich, also das wird in der Medizin bereits auch praktiziert, dass wir also dass wir menschliche Zellen nutzen, um Wirkstoffe zu testen. Auch hier werden zum Beispiel bei Operationen kleine Proben genommen und werden Zellkulturen angelegt, die dann auch den Weg auf so einen Chip finden können. Also das beschränkt sich nicht nur auf aquatische Zellen. Wir konzentrieren uns natürlich darauf, weil wir sagen, okay, die Substanz, ein Toxin beispielsweise, was erstmal einen Wirkmechanismus im Wasser hat, wollen wir in erster Linie an den Organismen, die dort unmittelbar ausgesetzt sind, testen, um danach dann weiterzugehen
in Richtung Mensch. Das heißt, sehen Sie da eine Medizin der Zukunft drin in solchen Zellkulturen auf dem Chip? Das kann durchaus die Zukunft sein. Da gibt es auch vielfältige Ansätze. Mit Sicherheit werden die Zellkulturen immer besser, also immer besser auch den Organismus nachbilden können. Ob die letzten Endes in der Lage sind, den Organismus vollständig nachzubilden, kann ich jetzt noch nicht sagen. Da werden wir sehen, wie gut die Technik da auch voranschreitet und vor allen Dingen, wie gut auch sozusagen molekularbiologische Untersuchungen werden, aber mit Sicherheit wird es da in den nächsten Jahrzehnten noch vorangehen. Wenn wir schon einen Blick in die Zukunft werfen, Frau Engel, wie sehen Sie die Zukunft dieser Quellen von potenziellen Wirkstoffen, wenn Sie sich die ganzen Bedrohungen anschauen, die im Moment auf dem Meer lasten? Also ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Ich denke, je mehr wir den Ozean verstehen, je mehr wir ihn erforschen, desto mehr werden wir auch Stoffe erkennen, die wir nutzen können. Das sind also zwei unabhängige Pfade. Natürlich haben wir eine Bedrohung der Ökosysteme und damit auch die Gefahr, dass Arten abwandern oder an bestimmten Gebieten sich nicht mehr ansiedeln können. Aber ich glaube, dass der Nutzen der Naturstoffe so groß ist, dass wir auf jeden Fall in diese Richtung weiter uns bewegen sollten. Haben wir denn Werkzeuge in der Hand, um zum Beispiel der Versauerung entgegenzusteuern? Also als Chemiker würde man wahrscheinlich irgendeine Lauge dazu kippen. Wie sehen Sie zum Beispiel die Möglichkeiten von menschlichen Eingriffen in Ökosysteme? Das ist bei den globalen Umweltveränderungen, die Sie gerade angesprochen haben, der Ozeanversauerung natürlich sehr viel schwieriger als bei lokalen Umweltveränderungen. Wenn wir durch unsere Flüsse zu viele Nährstoffe in ein Küstengebiet eintragen, dann können wir die Menge an Nährstoffe verringern. Wenn wir zu viel Plastik im Meer finden, dann können wir Alternativen für Plastik schaffen oder dafür sorgen, dass das Plastik nicht in den Ozean eingetragen wird. Die Ozeanversauerung ist ja eine Konsequenz des globalen Anstiegs der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Das heißt, der erste Weg dazu, das zu vermeiden, wäre, die Ursachen zu bekämpfen und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen machbar ist und was natürlich auch sehr viel Anstrengung benötigt, um einen Effekt zu bekommen, der wahrscheinlich sich auch in den nächsten Jahren nicht einstellen wird, weil wir ja einen Nachhaltigkeitseffekt der CO2-Emissionen haben. Es ist aber tatsächlich so, dass gerade in Gebieten, wo zum Beispiel die Aquakultur betroffen ist oder in Zukunft betroffen sein könnte von der Ozeanversauerung, also Muschelfarm, es durchaus Überlegungen gibt, im lokalen Rahmen auch die Chemie des Meerwassers zu verändern. Das sind so Engineering-Projekte, die angedacht werden, die teilweise auch schon ausprobiert werden. Das kann ein ganz einfacher Ansatz sein, dass man zum Beispiel die Aquakultur mit den Muschelfarmen umgibt von Makrophyten, also Algen, die sehr stark CO2-zehrend sind und damit lokal die CO2-Konzentration in dem Wasser absenkt. Oder auch, dass man die Kalkschalen, die man von den genutzten Muscheln übrig hat, klein zermahlt, wieder ins Meer ausbringt und so die natürliche Lösung der Kalkschalen erhöht, was dazu führt, dass das Carbonat wieder ins System kommt und die Aquakultur oder die Muscheln, die in diesem Gebiet wachsen, einfacheres Leben haben mit dem Carbonathaushalt. Es gibt auch größere Ideen, die man hat, dass man eben diese Mineralien, Carbonat in diesen Gebieten ausgibt. Das sind Szenarien auch die wir in Zukunft mehr untersuchen müssen. Wir haben uns in den letzten Jahren in der Forschung stark damit beschäftigt, zu verstehen, wie reagiert der Ozean auf Umweltveränderungen. Wir müssen auch jetzt dazu kommen, angewandtere Forschung zu betreiben in den Gebieten, wo wir sehen, die Ökosysteme sind belastet. Wir müssen reagieren. Wie können wir diesem Gebiet da helfen, das natürliche Gleichgewicht wiederzubekommen oder auch beschädigte Meeresgebiete zu sanieren? Da gibt es einige Ansätze in der terrestrischen
Ökosystemsanierung oder auch in Flüssen. Man kennt das, Renaturierungsprojekte von Flüssen. Renaturierung von Küsten oder von Meeren sind sehr unbekannt. Also wie effizient das ist, welche Maßnahmen, wie nachhaltig sind. Das ist ein Bereich, der sicherlich in der zukünftigen Meeresforschung mehr berücksichtigt werden müsste. Das heißt, man müsste Schutzzonen verstärkt einrichten oder gibt es schon eigentlich auch genug davon? Schutzzonen werden eingerichtet, um das Ökosystem zu schonen, um eine Wiederherstellung, eine Selbstreinigung des Ökosystems zu fördern. Das wird in erster Linie gemacht in Gebieten, wo zum Beispiel das Ökosystem belastet ist durch eine starke oder einseitige Überfischung, dass bestimmte Organismen rausgenommen werden. In dem Moment, wo man die Schutzzone einrichtet, kann dieses Ökosystem sich selber renaturieren. Schutzzonen sind sehr wichtig, ich halte sehr viel davon, aber Schutzzonen werden wahrscheinlich nicht helfen für globale Umweltveränderungen, wie zum Beispiel die globale Erwärmung, die Versauerung. Dort werden wir wahrscheinlich aktive Maßnahmen ergreifen müssen, um dieser natürlichen Renaturierung auf die Sprünge zu helfen und das Ökosystem zu unterstützen. Ja, vielen Dank. Ich denke, da haben wir eine ganze Breite von Themen aufgefächert. Gibt es dazu Fragen?